So, dear students, ladies and gentlemen, I'd like to welcome you to our marine biology presentation. Let me start with scientific presentations in biology in general. And of course, I have to tell you a lot. How to discuss questions. Sind da Zuhörer mit den im Vortrag vorgestellten Resultaten oder auch Schlussfolgerungen überhaupt nicht einverstanden? Ziehen wir sie in der Diskussion zu Wort und haben ein riesen Arsenal an Möglichkeiten. Was können sie jetzt sagen? I'm entirely or opposed to this idea. I'm afraid your presentation leaves a great deal to be desired. Auch das eine Möglichkeit. Sie können natürlich auch andere Sachen sagen. Ich wäre allerdings ein bisschen vorsichtig. I think you're wrong. I'm sorry, I don't agree at all. I simply can't agree to this. Auch das ein paar Möglichkeiten. Wie gesagt, ich wäre bereits hier vorsichtig, das zu sagen. Sie können natürlich auch alternativ sagen. To my regret, I can see no way of accepting the arguments as they stand. Oder I don't really agree. Auch hier wäre ich vorsichtig, aber auch das sind Möglichkeiten. Sie können noch einen Schritt weiter gehen und im roten Kästchen unten steht es. Nothing I've heard so far has convinced me. Oder I think you are mistaken. Also diese Möglichkeiten sind so, dass sie sich einen aussuchen können. Ich wäre, wie gesagt, vorsichtig, so weit zu gehen. Es ist wahrscheinlich sinnvoller, vorher zu fragen, ob es richtig ist. Let us start with marine biology. Und bevor ich mit der Meeresbiologie selber anfange, möchte ich etwas anschieben. Lassen Sie uns ein paar Sachen überlegen, die Sie brauchen können. Kolon zum Beispiel ist der Doppelpunkt. Exclamation mark, Ausrufezeichen. Oder Fragezeichen, question mark. Ein Punkt, was heißt es auf Englisch? Period or full stop ist der Punkt. Semicolon. Equal sign, auch das brauchen wir, ist das gleiche Zeichen. Mal, was heißt das auf Englisch? Multiplied by or times or by. Divided by ein Strich. 7/8 sind 7/8 und auch der Bruch. Auf Englisch nicht real, broken number. So, das ein bisschen eingeschoben, bevor wir mit der Meeresbiologie, so interessant sie ist, wieder fortfahren. Let's start with marine biology. Of course, I'd like to tell you our vocabulary, both in English and in German. Und ich springe ins Deutsche und sage, ich fange einfach mal an. Grill heißt auf Englisch Grill. Marine oder Meeres heißt Marine. Krustazeen oder Krebs hier sind Crustaceans auf Englisch. To occur, vorkommen. Ein Wort, das Ihnen immer wieder begegnen wird und das Sie sich merken müssen. To occur.
Ozean oder Weltmeer heißt Ocean. Der Organismus, Organism. Ozeanisch, auch das ein wichtiges Wort. Oceanic. Zooplankton, Zooplankton. Ernähren, to feed. Und als Pendant, Phytoplankton, Phytoplankton. You see, adult penguins and krill on the right side, accompanied by a few fishes. So, lassen Sie uns mit dem Vocabulary ein bisschen fortfahren. Auch das ist wichtig. Vertebrate oder Wirbeltier heißt Vertebrate. Der Wal ist auf Englisch Whale. Der Seehund Seal. Tintenfisch auf Englisch Squid gehört zur Marine auf jeden Fall dazu. Genauso wie der Pinguin ist auf Englisch Penguin. Fisch, Fisch. Spezies oder Art heißt auf Englisch Species. Die Nahrung, Food, Nahrungsquelle, sind hier Food Source. Die Fischindustrie oder das Fischereiwesen ist auf Englisch Fishing Industry. Ausbeuten, to exploit. Die Biomasse gehört auf jeden Fall zur Renewability dazu. Biomass. Langfristig, long term und kurzfristig, short term. Lassen Sie uns mit dem Vokabular ein bisschen fortfahren und weitere spannende Sachen behandeln. Der Fraßdruck, Feeding Pressure. Räuber heißt auf Englisch Predator. Phytoplanktonblüte, Phytoplanktonblumen. Diurnal, Diurnal oder Tageszyklus heißt wieder auf Englisch Diurnal. Die Migration oder Wanderung, auch das Englisch Migration. Shallow auf Englisch heißt auf Deutsch flach oder oberflächennah. Die Tiefe, Depths. Lassen Sie uns ein bisschen fortfahren. Oberfläche heißt auf Englisch Surface. Tauchen heißt to dive. Adaptieren oder anpassen auf Englisch to adapt. Nahrungssuche heißt foraging. Abhängen to depend. Abhängen von Isis, also to repent. Brüten, to breed. Und Population ist auf Englisch Population. So, wir wollen mit dem Vokabular ein bisschen fortfahren. Sie sehen hier oben die Frequenz oder Häufigkeit. Und können sich hierbei denken, auf Englisch heißt es Frequency. Beute, Prey. Korrelieren heißt to correlate. Mictophidae oder Laternenfische ist auf Englisch Mictophidfish. Bestimmen, to determine. Und ganz hübsch für die Meeresbiologie, Otolith oder Gehörstein, Otolith. Die Kost oder Nahrung ist auf Englisch Diet. Die Probe
auf Englisch sample. Adult oder ausgereift auf Englisch adult. Und das Küken heißt chick. So, lass uns ein bisschen mit dem Vokabular noch dabei bleiben. Auch das Ökosystem gehört natürlich zu mir dazu. Ecosystem, Isoal oder Mündungs, das kennen wir eigentlich bereits. Estuarien, Ausscheidung, Excretion. Fisch haben wir bereits behandelt, wir können das. Fisch. Die Nahrungskette, Food Chain. Das Süßwasser, auch das kennen wir eigentlich. Freshwater heißt Süßwasser auf Deutsch. Habitat ist auf Deutsch das Habitat. Wir tauchen in die Tiefe der Meeresfläche ein. Littoralzone oder Strandzone heißt Intertidal Zone. Invertebrate oder wirbelloses Tier, Invertebrate. Die Qualle kennen wir auch, Jellyfish auf Englisch. Säugetier, Mammal. Marine oder Meeres im Zusammenhang, Marine. Nasal Gland ist die Nasaldrüse. Und Nekton ist das Nekton. Lasst uns ein bisschen bei Nasal Gland bleiben. Sehen hier eigentlich wunderschön den Kopf eines Vogels. Head of the Bird. Und zwar ist es ein Vogel, der am Meer lebt. Und der hat was ganz, ganz Interessantes. Nämlich Salzdrüsen. Im Kopf sehen wir es hier. Er hat Nasal Salt Gland, eine nasale Salzdrüse, und zwar in ja Nähe des Gehirns. Nasal Gland. Er hat Ducts, Kanäle, sind wir hier. Nostril with Salt Secretions, Nasalhülle mit Salzsekretion. Und das Ganze ist, als sie unten nochmal erklärt, Location of Nasal Glands in a Marine Bird. Ein Meeresvogel, also ein mariner Vogel, und der hat Salzdrüsen. Wir sehen es hier und ich finde es super spannend. So, dann kennen wir das Vokabular in und auswendig und können eigentlich mit dem Text anfangen. Krill ist a marine food source. So, lass mich ein bisschen lesen. Und zwar einige Sätze. Und Sie wissen es bereits, blau heißt, das sind Worte, die entweder unbekannt sind oder die ich als sehr wichtig einschätze. Lass uns mit Satz Nummer 1 anfangen. Krill is a small marine crustacean that occurs in all oceans. Satz Nummer 2 handelt auch vom Krill. Krill is a main organism of the oceanic zooplankton and feeds on phytoplankton. Satz Nummer 3. A wide variety of marine vertebrates such as whales, gills, squid, penguins and fish use krill as an important food source. In dem Satz kommen Wale, Seehunde, Tintenfische vor. Wir werden sie noch einmal behandeln, weil es in der Meeresbiologie tatsächlich wichtig ist. In addition, a large and rapidly developing fishing industry is exploiting the enormous amounts of biomass that are produced by krill. Interestingly,
Could structures are characterized by both long-term and short-term changes that are caused by both the feeding pressure of marine predators and the availability of hydrangea blooms as a food for krill. So, hoppala, das sind die Sätze. Wir haben das Vokabular eigentlich bereits behandelt. Lass uns noch mal ein bisschen aussehen, was tatsächlich wichtig ist. A krill, krill, kennen wir. Marine heißt Marine oder Meeres. And crustacean, Krustacean, Krebstier. Der Krill ist also ein Krebstier. Krill ist ein Crustacean. To occur, vorkommen, auch ganz wichtig. Ocean, Ozean oder Weltmeer. Organism, Organismus. Oceanic, hieß ozeanisch. Zooplankton, Zooplankton. Krill belongs to the zooplankton, as far as I understood the text. To feed heißt ernähren. Und wir können das Fischplankton nie wiederfinden. Phytoplankton. And we learned that krill is feeding on phytoplankton. Wir haben den Fraßdruck. Feeding pressure, Predator, die noch rüber, und Phytoplanktonblüte, Phytoplankton, Blumen. So, ich glaube, das beherrschen wir inzwischen. Lassen Sie uns mit dem nächsten ein bisschen fortfahren. Hier sind vier Sätze, die ja auch wahnsinnig wichtig und sehr interessant sind. Wir beginnen mit dem Lesen. Krill perform diurnal vertical migrations and may be found at a more shallow depths at night and deeper water during the days. Sehr interessant. Der Krill verfolgt offenbar tagesabhängig die Tiefe. Accordingly, the marine predators of krill adapt to the krill activities by variety foraging zones and diving activities, and their breeding success may even depend on the krill populations. So, lasst uns mit Satz 4 fortfahren. Interestingly, marine predators may even adapt their diving and foraging strategies to krill availability. Okay, thus penguins have been reported to change their diving depths and frequencies to the sites of the preferred krill prey. Auch in diesem Text verborgen blaue Worte und wir werden sie ein bisschen erwähnen. Wir lernten Dana. Hieß diurnal oder tageszyklisch. Migration war die Migration oder auch Wanderung. Shallow, flach oder oberflächlich. And die Tiefe auf Englisch depths. Lasst uns ein bisschen fortfahren. Oberfläche, Surface auf Englisch. Tauchen. To dive, adaptieren oder anpassen, to adapt. Die Nahrungssuche, foraging, to depend, abhängen, also hängt ab von irgendwas. Brüten, to breed, population, war die Population, Frequency, Frequenz oder Häufigkeit und Prey, die Beute.
So, lasst uns den Text hier hineinspringen. Und ich lese ein paar Sätze vor. The sides of the grill is negatively correlated with diving depths and diving lengths. Meaning, the smaller the grill are, the more time penguins have to spend on foraging and the deeper they have to dive. In addition, the smaller grill are, the more penguins also use fishes such as mitre-rich fishes as a prey. This may be determined by the increasing presence of otters in the diet samples that adult penguins use to feed their chicks when returning from sea. Wow. So, this is very interesting, and we may of course find some vocabulary. To correlate heights Collieren, wir treffen wir die Mitre-Fishes, Mitophili oder Laternenfische. Bestimmen, to determine, und wir treffen hier die Otoliten oder Kirschen, heißt so Englisch Otolith. Die Kost oder Nahrung war Diet. Sample, die Probe. Adult kennen wir auch inzwischen, Adult. Und das Küken war Chick. So, lasst uns ein bisschen die spannende Grillgeschichte und die Pinguine verlassen und mit Pflanzen fortfahren. Sehen hier Mesembryum crassinum become nice plant, and this is the life cycle of the become nice plant. It's germinating in the rainy season, becomes more and more adult, and here it's a very old plant. You think it's dead, it's not. So it has a few dead leaves. It's flowering, and you see the flowers of there. So of course we have to deal with vocabulary before jumping to a very, very interesting side of Kamala's plant. So, of course, we know a few oceanic, ocean in summer, offspring, die nachkommen, kennen wir eigentlich auch, Osmoregulation, pelagic sun, pelagische Zone oder offenozeanisch. Photosynthetically active radiation heißt auf Deutsch photosynthetisch aktive Strahlung. Phytoplankton, auch das kennen wir bereits, das Phytoplankton, followed by Plankton, over there, Plankton auf Deutsch, Planktonblumen, Planktonblüte, the population oder auch rectal gland, Rektaldrüse, auch das eine Möglichkeit für ein Wirbeltier, Salz eigentlich ausscheiden über die Rektaldrüse. So, this is a very interesting cell of mesembryum. And you see over there with a few colors. These are necessary mechanisms of photosynthesis. Wichtige Mechanismen der Salzwasser. Of course, become nice plant when knitting the salt needs water. It's coming via water channels.
Betonplastik, ja, intrinsic protein and blossom brain intrinsic protein, tip and pip of there and blue. It's very interesting because the potassium is going into the cell. It's over there, potassium channel, potassium transporter, and another type of transporter is in here. Of course, sodium is not only entering the cell, but it's leaving. Potassium outer. Here, over there. Of course, amino acids are necessary. You see this over here. And in the cell, we have the vacuole, vacuole. So, reticulates over there. And we have different transporters of both sodium and of protons. So we have the chloride. It's visible over here. So a very, very interesting cell of gamma is run. And let's jump to our vocabulary once more. And I think it's very, very interesting. Chinstrap penguin means in English Kehlstreifpinguin oder Zügelpinguin. Forage kennen wir bereits, nach Futter suchen. To dive, tauchen. Prey, das Beutetier. Auch Predator, den Räuber, kennen wir bereits. To breed, brüten. Shallow, flach. Microfish, Fisch, Laternenfischer, da sind wir inzwischen super Spezialisten für. Seal means Robbe oder Seehund. Frequency, Occurrence, Häufigkeit des Auftretens. Patchy heißt fleckig. Recruitment, der Nachwuchs. Zum Beispiel. Ich möchte Sie, weil es wunderschön ist, an den Chinstrap-Pinguin, den Kielstreifen-Pinguin nochmal erinnern. Und möchte eigentlich zur nächsten Folie springen. Kohort ist der Geburtsjahr. Pelagisch, pelagic. The Patagonian ist Pinguin. Adelie Penguin. Brüten, to brood. Man kann sich überschreiten, ob es hier reingehört. Epoxy Adhesive, Epoxid-Klebstoff. Die brauchen wir, um Sender zum Beispiel an die Pinguine zu geben. Ebenso wie Glue, der Klebstoff. Also auch diese Rotte haben etwas durchaus in der Meeresbiologie zu suchen. Compensatory, ausgleichend. Device, das Gerät, wird so schon mit Klebstoff, Glue oder Epoxy-Adhesive angegeben. Posterior, Posterior. Caudal, Schwanz. Drag ist der Widerstand. Deploy, einsetzen. Duration, die Dauer. Drift, die Abweichung. Und to purpose, sich irgendwie ein Delfin bewegen. So, mit diesem spannenden Exkurs ins Vokabular möchte ich die Meeresbiologie beenden und eigentlich Tschüss an Schüler sagen. Und ich freue mich auf die nächste Vorlesung. Tschüss!